herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Olli 1340. Ja, und heute im ATS unterwegs, und zwar in Oregon. Und ich nenne die ganze Geschichte mal Holztransport in Oregon. Und ich habe schon einen Auftrag angenommen. Wir fahren jetzt zum Sägewerk und laden da. Und ja, ich wünsche euch da mal viel Spaß dabei. Und unterwegs bin ich mit dem Mac. Wie man sehen kann, ist zwar noch ein bisschen dunkel, aber das wird schon gleich ein bisschen heller. Weil wir haben jetzt 1.05 Uhr und naja, schätze mal, bis wir aufgeladen haben oder so, dann wird es dann auch schon heller werden. Ja, wir Kindsköpfe haben ja immer diese Nachtgeschichten hier. Ich weiß auch nicht warum. Aber ist dann halt eben so. Und jo, dann machen wir mal los. Ja, der Mac hat 400 PS. Und oh, mal gucken, was er so im Gelände kann. Du musst immer wieder eine Einstellung machen, aber wir natürlich eine vergessen. Und das ist wieder mein Head-Tracking. Immer dasselbe. So, dann sollte man das auch aufsetzen, gell? Und einschalten. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Na, ein bisschen Kabelgewirr hier. So, wollen wir mal schauen, wie das funktioniert. So, gehen wir mal in die Innenansicht. Ja, würde ich sagen, das funktioniert erstmal. Sitzen tue ich auch nicht richtig heute. Was ist los? Mal neu justieren. Jo. So geht das. Danke, Kollege. Ja, da haben die mich schon direkt erwischt, die Kameraden. Weil wieder zu schnell war, wie immer. Ja, so können wir kein Geld verdienen, ne? Ja, 3 Meter gefahren und schon für sich 1000 Euro wieder weg, Dollar wieder weg. Ja, heute mal, wie gesagt, ein Mac genommen, und da wir, so wie ich das in Videos gesehen habe, teilweise im Gelände rumfahren, wollte ich also hier kein niegelnagelneues Fahrzeug nehmen, obwohl der Mac auch noch nichts gelaufen hat. Der ist auch nämlich gerade erst neu. Aber ich glaube mal, der macht sich besser im Wald. Ja, ist mein erster Holztransport.
Wollen wir mal gucken, wie das funktioniert hier. Hamburgers. Oh, läuft, ne? Oh, irgendwie habe ich die Innenansicht noch nicht so richtig eingestellt. Ne? Gleich mal eben schnell machen. Machen wir mal eben rechts rein und machen dann mal eben. So, dann schauen wir mal. Schon weiter nach hinten. So, sieht schon ein bisschen besser aus. So. Das ist ein bisschen zu weit nach hinten, ne? Das ist schon mal nicht so prickelnd. Ja, so habe ich Spiegel im Blick. Alles gut. Jo, dann würde ich sagen, weiter, ne? Ja, 68 Meilen sind noch zu fahren. Dahin. Aber ich bin wieder zu schnell. Gleich wieder ein Ticket, ey. Noch nie 1 Cent verdient und schon Tausende von Dollars ausgeschickt. Mehr sag ich nicht. Oh, ich bin aufgestiegen. Das läuft, ne? Ja, den Mac habe ich ein bisschen umlackiert. Also wie gesagt, hat jetzt eine keltische Lackierung drauf. Also das ist dieser Lebensbaum drauf. Und fand ich ganz nett. Und dann hatte ich mir den mal runtergeladen und boah, dann gibt es ja mehrere Farbtöne in Blau, in Grün. Ja, hier muss ich jetzt aufpassen. Hier habe ich nicht letztes Mal den Fehler gemacht und bin hier an diesen Punkt gegangen, wo man Aufträge annehmen kann, und hatte mich gewundert, warum ich nicht den Auftrag bekommen habe, den ich eigentlich angewählt hatte. Aber hier ist nur Durchfahren angesagt. Und beim letzten Mal habe ich das nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass man hier also jetzt durchfahren muss, um zu dem anderen Punkt zu kommen, weil ich dachte eigentlich, das wäre hier schon der Ladepunkt, und bin dann an den Control Point gefahren, habe den angeklickt und mich dann wie gesagt gewundert, dass also meine Fracht nicht da war. Ja, ein bisschen geistig umnachtet, ne? So ist das manchmal. Ja, diese Holzgeschichte fand ich mir mal gespannt, weil das habe ich auch noch nicht gemacht.
und das auf mich zukommt. Mal schauen. Ja, wenn gleich mal das Telefon klingeln sollte hier bei mir und ich dann mal kurzzeitig weg bin, ich warte da auf einen wichtigen Anruf, der im Laufe des Tages kommen kann und dann bin ich mal eben für 2-3 Minuten weg. Ich mache normalerweise nicht, aber das ist äußerst wichtig. Und das kann passieren, dass also dann auf einmal Standbild ist. Oder ich schneide es dann eben zurecht oder so, ist ja Video. Müssen wir mal gucken. Ja, jetzt vorgemogelt, ne? So bin ich. Ja, ich bin schon wieder zu schnell, oder? Nee, eigentlich nicht. Der Kollege ist auch schon wieder müde. Ja, das wollte ich mal ausgeschaltet haben. Ja, wie gesagt, wir Kindsköpfe immer im Dunkeln. Naja, wir haben 3:09 Uhr und bis wir in der Ladestelle sind, gehe ich mal von aus, dann wird es auf hell sein. Geht schon im Wald hier. Weiß nicht, ob man was sieht, wenn ich nach außen gehe. Nein. Ja, bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier so alles kommt.
Also hier liegt schon mal Holz ohne Ende rum. Hier steht, er ist am Arbeiten hier. Nur gucken. Wo muss ich den da hin? Ah, da ist der Punkt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die das gemacht haben. Ob ich jetzt neben so einen Bagger fahre, dass der mich auflädt oder... Oh, mal gucken, ne? So. Was haben wir da Schönes? Also, wir hatten ja gesagt, wir wollten nach... also von Newpoint nach Pendleton. Ich kann sowas nicht aussprechen. Das ist also, ja. Ja, so, dann wollen wir mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Auftrag annehmen. Aha, da muss ich hin. Natürlich fahre ich wieder verkehrt rein, oder? Ne, fahre ich unten. Ja, fahre ich hier unten rum. Oh, da hätte ich rückwärts reingemusst. Na, okay, dann drehen wir hier. So, da gucken wir uns die ganze Mühe meiner Außenansicht an. So, dann bin ich mal gespannt. Komme ich denn hier rein? Ah, okay. Aber das fahre ich in der Außenansicht, also damit's mal ganz ehrlich. Und das ist lustig.
Der mag einfach nicht rumkommen. Ach, da lagen noch kleine Stämme rum, die habe ich gar nicht gesehen. Okay. So, wollen wir mal gucken. Motor aus. Gut, jetzt bin ich aufgeladen. Schön wäre natürlich gewesen, wenn ich dann neben so einem Bagger mich hätte stellen können und dass der mich dann auflädt. Aber naja gut, man kann ja nicht alles haben, ne? So, 4.43 Uhr haben wir jetzt. Ich meine, das wäre natürlich schön gewesen, ne? Wenn man, ne, überlegt, man hätte sich da so nebenstellen können und der hätte dich geladen. Hier der Kollege. Aber der stapelt ja nur von vorne nach hinten. Das wäre dann mal eine schöne Sache gewesen. Naja, okay. So. Immer noch dunkel. Was ist los, Mensch? Ja, also wie gesagt, Oregon ist top, also macht sehr viel Spaß hier, die Fahrerei mit den Aufliegern ist voll in Ordnung, das macht auch riesigen Spaß und ja, mittlerweile habe ich auch im Multiplayer wieder Sound, das war ja auch so eine Geschichte gewesen, wo ich also mehrere Tage jetzt hier rumgebastelt habe und irgendwie versucht habe, den Sound da zu reparieren. Aber so wirklich sagen, woran es gelegen hat, kann ich eigentlich nicht. Also absolut nicht. Ich bin da mal hingegangen und habe alles rausgelöscht, was ich da an Mods hatte und dann über Steam die Dateien repariert und neue Spielstände angelegt, die LKWs verkauft und so weit alles. Und irgendwann war der Sound wieder da. Jetzt wird der Kollege auch noch müde hier. Mal gucken, dass wir, oh, Entschuldigung, noch einen Parkplatz kriegen, damit er mal die Augen zumachen kann.
Ja, nun geht's mit dem Sound wieder und ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir dann jetzt auch wieder im Multiplayer an Gange kommen. Dass ihr dann auch die Gelegenheit habt, dann mit uns mitzufahren. Ich habe keine Lust gehabt, also im Multiplayer ohne Sound zu spielen, also muss ich ehrlich sagen, also das ist schon ein bisschen blöd, ne? Ja, Kollege, ich weiß, du bist müde, wenn wir jetzt einen Parkplatz finden, kannst du dich auch weghauen. Obwohl, eigentlich geht das nicht, weil von der Fahrzeit her passt das dann nicht mehr. Dann habe ich auch nicht aufgepasst. Ja, dann werden wir gleich wohl übel ausschalten müssen. Hört sich an wie ein Zug, ne? Oh, da hat's gescheppert. Aber ich werde mal eben schnell das Schlafen ausschalten, weil das bringt so nichts. So, dann wollen wir mal in die Einstellung gucken. Sound war das nicht. Nee, oder? Ach, das ist ja Blödsinn. Nein, das ist Blödsinn. Das war ich, glaube ich. Ausschalten, ausschalten. So. Dann würde ich sagen, weiter geht's, ne? Ja, falscher Knopf, nächster Knopf. Ja, 400 PS nur, man merkt schon, ne? Also hat ein bisschen zu tun. Aber er zieht. Ja, so sieht er aus. Ja, wenn es noch heller wird, dann sieht man das besser.
Ja, so ein Tempomat jetzt angenommen oder nicht? Ja. Ja, echt schöne Gegend hier. Ja, die haben sich schon mal einfallen lassen hier, also muss man ehrlich sagen, also das ist echt top. Ja, der kleine Bär hier ist ganz schön am Kämpfen, der Kollege, ne? Aber er zieht. Muss aufpassen, ich habe keinen Retarder, nix hier. Da muss ich schon mit der Motorbremse rein. Und ich vergesse das leicht immer. Okay, was war das jetzt? Erde aus Pappmaché oder? Da glaube ich jetzt nicht, ne? Die fahren einfach raus, ne? Die Vögel.
Ja, die Verkehrsregelung hier habe ich so nicht so richtig verstanden. Also das. Ja. Polizei, bleib bloß da drin, du. Nur dein Arbeitsamt gefunden, oder was? Tanken brauche ich noch nicht. Entschuldigung. Und wieder aufpassen, weil, ne, zu schnell, zu teuer. Ja, hier, das verstehe ich nicht. Also, das muss mir mal einer erklären, warum das so ist. Ich meine, gut, die sind jetzt nicht in meine Spur gezogen, aber ich bin immer schweißnass bei sowas. Na, läuft, ne? Ich habe auch jetzt wieder gepennt. Ja, Kollege, lass mich doch hier rein. Was soll denn das jetzt? Ey? Warum ziehst du jetzt mit? Hast du gesehen, dass ich blink hier? Hast du davon? Ja, so sieht er aus. Also ich finde ihn ganz schick. Na, was ist denn los hier? Ja, sind immer noch so ganz kleine Ruckler drin, ne? Das hat jetzt nichts mit Abspeichern zu tun oder so. Da müsste man mal. Dann muss ich doch mal noch mal durchgucken, ob da nicht doch noch irgendeine Mod ist, die hier irgendwelche Probleme verursacht. Ich bin wieder zu schnell. Nee, noch nicht. Er sagt zu mir, soll es da abbiegen? Nö, tue ich nicht. Ja, die fahren einfach hier rüber. Was ist denn jetzt hier? Wer hat denn jetzt hier Vorfahrt, Mensch, verdammte Tat? Oh, okay, wir drüben bleiben, ne?
Ja, Verkehrskontrolle, ne? Weiß gar nicht, ob ich die Straßenereignisse eigentlich hier hochgestellt habe. Also ich wollte die eigentlich mal hochgestellt haben, um zu gucken, was es um alles so hier Neues gibt, aber viel ist bis jetzt noch nicht passiert. Ja, 292 Meilen noch. Vierzig Minuten Video schon weg, das ist Wahnsinn, ey. Ja, schöne Pickups hier. Entschuldigung. Ich habe auch mal von geschwärmt, von so einem F-150 oder so. Haben wir leider nie geschafft. Und mittlerweile sind sie so teuer, dass man sie gar nicht bezahlen kann. Also das sind irgendwo 20.000, 30.000 Euro für so ein Ding. Und man muss ja mal eins bedenken, sie sind ja alt. Wenn sie gut gemacht sind, okay. Jo, schon ein bisschen Verkehr hier heute, ne? Wir haben jetzt 9.34 Uhr im Spiel hier. Auf der Map wollte ich gerade sagen, im Spiel. Alter Schwede, ey. Die haben hier oben auch schon schöne große Äcker, ne? Heißt das Äcker? Acker? Äcker. Acker, Mehrzahl, Äcker? Okay. Naja. So, sagen wir mal so, also sehr große Landwirtschaft hier. Und so, guck, die Felder, die sind schon Bombe.
Oh, was ist da wieder los? Ich hatte mir noch einen Tiefbettauflieger besorgt, hier ganz ohne Mod ist so dieser Load King. Und dann wollte ich die Tage auch mal mitgefahren sein. Oder sagen wir mal so, nein, ich habe schon ein paar Mal vorbereitet und so, jetzt fahre ich dann mit und dann immer wieder kann man dazwischen. Und dann wollen wir mal gucken, das ist ein Tiefbett und dass wir da mal, ja, mal größere Sachen drauf fahren können, außer Strohballen, weil ich letzte Mal gefahren habe da. Obwohl, war auch nicht schlecht. Oh, was ist hier los? Das ist auch schick gemacht, Leute, ne? Bisschen kaputt hier. Ja. Aber hier bricht gerade die Performance ganz schön zusammen, also das war jetzt gerade heftig. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss hier ein bisschen in der Einstellung arbeiten, weil ich hier auf höchste Leistung fahre. Dann kann das sein, dass er deswegen ein bisschen zusammenbricht. Einfach mal ein bisschen was runterstellen. Oh, er hatte Schrott geladen, auch nicht schlecht. Wie man sehen kann, sind auch noch viele Strecken, die ich noch gar nicht gefahren habe hier. Also wie gesagt, ich habe mir das runtergeladen und versucht oder angefangen zu fahren und dann kamen wir wieder dazwischen. Dann klappt das mit dem Multiplayer nicht, weil wie gesagt kein Sound und all so ein Kram. Und dann, ja, bin ich dazu gekommen, mal hier vernünftig zu fahren. Und heute die Stunde Zeit fürs Video habe ich mir auch schon wieder geklaut. Ja, aber ich mache der Teufel drin. Das ist einfach so. Ja, der Kollege, der kam, der hat schon abgeliefert gehabt.
Ich drücke Vollgas und er mag nicht schneller werden. Ja, wie gesagt, 400 PS, das ist nicht gerade viel, ne? Für einen Holztransporter. Aber es steigt auch an hier, ne? Das ist nicht so, dass er jetzt gerade in, ne? Aber wenn er runterschaltet, dann ist das schon was. Aber er macht seinen Job, also da gibt es eigentlich nichts, ne? So, mal gucken, dass wir ein bisschen in die Außenansicht gehen und fahren ein bisschen langsamer, damit es dann nicht scheppert. Ja, das Video wird wohl ein bisschen länger werden wie eine Stunde. Wir haben jetzt noch 130 Meilen und 8 Minuten hätten wir jetzt noch zum Drehen für die Stunde. Und nee, da machen wir. Also bis zum Abladeort machen wir schon. Ja, Außenansicht fahren, das ist auch so eine Geschichte. Und mittlerweile geht's, aber so die erste Zeit war das schon Katastrophe. Aber ich verreiß das immer noch ab und zu, ne? Oder wollen wir uns nicht darüber unterhalten? Ja, hier rockelt's auch wieder immens. Ja, vor mir ist so ein Load King, den ich mir also auch runtergeladen habe. Der sich schön fahren lässt. Echt? Ja, aber der Kollege ist ein bisschen zu nah reingefahren und nun haben wir das Problem. Ach, er fährt zurück, okay. Dann kann er nämlich da weg. Weil sonst wäre ich nämlich nicht rumgekommen, weil ich keine Möglichkeit habe, irgendwo anders herzufahren. Ein bisschen betrunken sind die schon hier, ne? Deswegen mal gucken, ob ich den gleichen Fehler mache. Nee, das geht aber.
Jo, schön draußen sitzen hier, ne? Kaffee schlabbern oder ein Bierchen oder so, ne? Das läuft, aber direkt an der Hauptstraße, ich weiß nicht, wenn die dicken Brummer da vorbeifahren, ist auch nicht so nett. Oh, ich fahre mal einmal kurz auf den Parkplatz hier. Ich wollte mal irgendwas schauen. Ja, Parkplätze, riesengroß, ne? Also ist da echt schön gemacht. Oh, mit Leuten. Aber es ruckelt. Es ruckelt. Aber die Kollegen in der Uniform, was haben die da wohl zu tun? Ich muss einmal die Heizung ausmachen, weil ich habe hier ein Gebläse angemacht, weil heute Morgen war doch schon ziemlich kalt bei uns. Und da ich hier unten eigentlich im Trockenraum sitze, den ich mir irgendwann mal unter den Nagel gerissen habe hier, und gesagt habe, so, hier braucht keine Wäsche getrocknet werden, hier kommt mein Computer rein. Ist hier keine feste Heizung installiert und dann habe ich dann hier so ein Gebläse stehen, das ist eigentlich ganz nett und dann braucht ja nur ein paar Minuten, dann ist das auch hier aufgewärmt. Und die Wärme bleibt dann auch hier unten drin eigentlich. So, das haben wir jetzt auch eingestellt, dann können wir das weiterfahren hier. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wie gesagt, also das ist mit dem Parkplatz hier, das ist schon geil. Weil hier haben wir eine Ecke, können wir mal zeigen, ne? Aber erstmal den Parkplatz hier. Ja, immer überlegt, so, da hinten sind Bänke, da ist eine riesen Wiesenfläche. Der Parkplatz ist richtig groß gemacht für LKWs, wo man also wirklich Platz hat. Oh, richtig schick. Ja, wie gesagt, also das hier, die Lackierung, der Lebensraum hier. Und ich fand die unheimlich toll, deswegen habe ich mir die runtergeladen gehabt. Naja gut, aber der Kunde wartet auf sein Holz. Wollen wir weitermachen. Ich da wieder kein Geld verdienen. Ach so, jetzt wollte ich erst mal gucken. Nun, wir stehen hier und ja, alten Quetschken, ne? So, von da kommt Nusch, von da kommt einer. Na, fahren wir raus. Durchgezogene Linie, hätte ich jetzt hier gar nicht rausgedurft, oder was? Wieder was falsch gemacht, oder was? Nein, Oregon ist absolut schön gemacht, also. So.
So, 113 Meilen noch. Ich bin ja mal gespannt, wie das aussieht mit dem Abladeort. Ein Sägewerk. Ja, jetzt rockelt es natürlich ungemein. Das ist kurios. Weil ich hab's nämlich immer so circa nach einer Stunde oder so, 50 Minuten bis auf eine Stunde, dann fängt er mit den Rockeln eigentlich an. Und dann wird's doch immer schlimmer. Mein Gott, ein Frosch im Hals. So, da muss ich mal beobachten, wenn das nicht mal ein anderes Problem ist. Also es wird kein Grafikproblem sein, also glaube ich nicht. Oder vielleicht eventuell eine falsche Einstellung, weil die Grafikkarte ist neu. Die ist jetzt mal ein paar Wochen alt. Und das ist eine 1080. Mein Gott, mit dem Frosch. Eine 1080 Ti, also von daher. Und vom Rechner her, dass da irgendwelche Temperaturprobleme gibt, kann eigentlich auch nicht sein. Weil der Rechner, der ist auch relativ neu und ist wassergekühlter, also von daher. Ich habe aber auch keine Temperaturprobleme, er zeigt mir auch nichts an, also von daher ist das alles soweit in Ordnung. Das werde ich ja mal testen, ne? Und mal gucken, woran das eventuell liegen kann. Wo jetzt dabei sagen muss, wir waren ja auch unten in der Stadt gewesen, ne? Da ist sowieso immer ein bisschen mehr Bockelei wie jetzt hier oben auf dem Land, wo keine Häuser sind und so ein Gedöne. Gedöne. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das eventuell sein könnte, würde mich interessieren. Aber ich gucke trotzdem selber auch nochmal nach. Ja, der Kollege hat auch schon abgeliefert. Naja, 69 Meilen noch und dann kann ich auch abliefern. Oh, der Kollege, der hat nicht abgeliefert, der wird abgeholt. Ups, wo will ich denn hin? Im Gegenverkehr hier oder was?
Ja, unser Projekt Kindsköpfe, die Kiffhäuser, das läuft auch ganz gut. Und gut, wir sind jetzt nicht jeden Tag am Stream oder so, aber einen über anderen Tag versuchen wir doch immer mal dann da zu sein. Ist aber auch so, ist aber auch beruflich bedingt und Kollegen, die haben ja alle einen Job. Und dann passt das halt eben zeitlich nicht immer. Da muss man länger gemacht werden und dann der eine Kollege hat Spätschicht und so weiter alles. Der andere Kollege hat Bereitschaftsdienst und es ist immer schwer, dann immer alles auf einen Nenner zu bringen und zu sagen, oh, heute streamen wir. Deswegen seht uns das nach, wenn wir also nicht regelmäßig streamen. Und wenn wir dann abends, wenn die Kollegen dann Spätschicht hatten und dann abends um 21 Uhr auf dem Server treffen oder so, dann fangen wir nicht mehr an zu streamen, weil das ist totaler Blödsinn, weil ihr habt auch alle einen Job und müsst dann morgens auch wieder früh raus und ja, wie gesagt, also freut mich immer wieder, wie viel doch zuschauen und sich dann auch anschließend noch angucken und das ist schon nicht schlecht. Ich sehr gut und ganz toll und danke dafür. Ja, und wenn ihr LS17 schauen wollt, wie wir da im Einzelnen die Kiffhäuser bestellen oder so, einfach meine Wenigkeit abonnieren oder den Pat 7575, der auch natürlich mitstreamt, oder Papa Tango, einfach abonnieren und Glocke aktivieren und ihr seht dann, wann wir dann wieder am Stream sind und wir noch mal gucken, dass wir jetzt auch wieder ATS und ETS machen. Jetzt läuft mein ATS ja Gott sei Dank wieder und ich habe auch wieder Sound und oh, das ist auch schön mit den Abkippen hier. Dick. Ja, Kiffhäuser im LS17 haben wir angefangen mit 20.000 Euro und wir arbeiten die so langsam hoch und wir haben ja schon einiges geschafft. Wenn man überlegt, wir haben schon Schlepper gekauft, wir haben der Tierhof ist umgekauft und die ganzen Sachen und Schafe haben wir auch schon. Und das kommt alles so nach und nach. Also wir wollen die also so weit bearbeiten die Map, bis sie also fast von alleine läuft, also dass dann durch die Schafe und Kühe und Schweine, was dann alles so gibt, der Betrieb sich eigentlich fast von alleine trägt. Also das heißt dann nicht nur 5 Schafe, sondern vielleicht 50, vielleicht 100, müssen wir mal gucken, oder Kühe genau der gleiche. Und wenn der dann vernünftig läuft und das alles Taco ist, dann werden wir hingehen und werden diese Geschichte verlassen. Und werden uns was Neues suchen. Neue Herausforderung. All die muss bremsen hier. Bleib stehen hier, Vogel. Und wir haben auch schon ein bisschen was in Aussicht, was uns gefallen könnte als nächstes, aber da sage ich nichts mehr zu. Oder erstmal nichts zu, weil soll ja dann eine Überraschung sein, ne? Aber ETS und ATS kommt auf jeden Fall auch wieder. Wie gesagt, also da. Werden wir auch wieder anfangen zu streamen. Ja, ich selber habe ja auch noch zwei Objekte am Laufen, einmal die Lossberg und die Hofbergmann, aber da werde ich ein Objekt abgeben, weil es wird mir einfach zu viel, ich schaffe es zeitig nicht. Und so wie es aussieht, werde ich Hofbergmann abgeben.
oder sagen wir mal so, nicht mehr weitermachen, weil ich habe mit der Lost Pack eigentlich genug zu tun und da habe ich so ein paar Ideen, die ich da in dieser Map integrieren möchte und dann schaffe ich das mit beiden nicht mehr. Also wird so aussehen, dass ich also die Ruf Bergmann also verlassen werde. Ja, aber es kommt ja auch bald RS 19, dann wollen wir mal gucken, was da im Einzelnen passiert. Inwieweit da gespielt werden kann. Ich möchte dann auch schon doch auf einen eigenen Server haben. Aber wie gesagt, also wenn die jetzt rauskommt oder so, ich werde sie nicht sofort kaufen, ich werde mir das erstmal angucken, ein paar Tage, wie das im Einzelnen läuft. Und ich habe ja immer noch den 17er und kann immer noch ein bisschen bei dem 17er machen. Danke, Kollege. Oh, falscher Blinker gesetzt. Was ist los? So, dreimal noch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit Abladen ist. Oder sieht so aus, als wenn das nicht so kompliziert wäre mit dem Abladen hier. Oh, so eine große Holzbude, ne? Hast gesehen? Hier auf der linken Seite ein riesen Ding. Alter Schwede. Oha. Jo, lässt mich keiner rein, ne? Muss ich mich erst zeigen, wenn ich hier rein will, oder was? Ja. Danke. Ja, man muss schon manchmal ein bisschen frech sein, ne? Muss man schon mal hingehen und sich zeigen, sonst gehst du noch nächste Woche da. Alter Schwede, wir sind schon durchgeschottert hier, ne? Guck mal, wackel, wackel, wackel.
So, schauen wir doch mal. Was nehmen wir denn? Auf Nummer sicher gehen. Dann machen wir erstmal. Ja, das war jetzt einfach. Ich lieber doch lieber die andere genommen, wa? Ja, da haben wir noch ein bisschen was gemacht, ne? Ja, es ist nicht die Welt, dass ich jetzt hier Millionär geworden bin, aber naja, gut. Das ist dann halt eben so. Es gibt momentan keine Fracht. Ja, das läuft natürlich auch. Ja, aber gut, ihr Lieben, ich sage jetzt einfach mal schönen Dank fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch da noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen. Ist ja immer wieder dasselbe. Ich weiß ja nicht, wann ihr die Videos guckt. Danke, dass ihr die guckt, die Videos. Danke für die Daumen hoch, danke für die Abos. Ich hatte jetzt vor kurzem Abos bekommen, die leider aber nicht öffentlich sind, die nicht angezeigt wurden. Also von daher nochmals im Nachhinein recht herzlichen Dank. Ja, und wie gesagt, schaltet wieder ein, wenn ich wieder ein Video hochgeladen habe oder wenn wir im Livestream sind, die Kindsköpfe. Und in diesem Sinne, ich bin da raus, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn, winke winke, euer Olli1340. Ciao!